So, heute mein Home-Movie. Es wird so sein, ich weiß nicht genau, das werde ich in 2 Tagen reinstellen, weil ich muss einiges noch abchecken. Ansonsten würde ich sagen... Achtung, der schönste Mann im Raum wird gebeten, an sein Handy zu gehen. Eine SMS für mich. Ja, und zwar... Da muss ich alle meine Pläne, die ich vor kurzem ins Netz gestellt habe, über den Haufen werfen. Und zwar erkläre ich euch das kurz. Ein guter Freund, ein guter Bekannter, der Pippo, hat gerade Covid. Und das ist das, ich habe da nie drüber überlegt. Für mich ist das immer alles an mir vorübergegangen. Ich habe da gar nicht nachgedacht. Ich hatte zwar bei der ersten Welle schon einige Sachen gemacht mit Otto, wir sind nicht raus, wir sind viel zu Hause geblieben. Aber jetzt, wo im Prinzip mein erster Bekannter Corona hat oder Covid-19, bin ich irgendwie munter geworden. Und zwar kam die Nachricht gestern Abend, nichts gegen Pippo, ich wünsche dir alles Gute, dass das nicht so lange dauert und dass wir... schnell wieder nach Deutschland kannst du deinen Kindern, wenn alles in Ordnung ist. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, weil durch deine Fülle ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, wenn du positiv denkst, dann wird das alles wieder. Auf jeden Fall ist gerade so, das ist mein erster Bekannter oder mein erster Mensch im Bekanntenkreis, der Covid hat. Und ich habe die ganze Nacht... Also mich bewegt das die ganze Zeit schon. Es ist so, dass, ihr wisst ja, Otto ist ein Retortenbaby und die sind besonders gefährdet und ich muss für Otto drastische Maßnahmen jetzt einleiten, dass dass der das nicht bekommt, weil es würde mir es würde mir echt das Herz zerreißen, wenn ich Otto so leiden sehen würde. Ich muss bei so, hier ist er wieder, und zwar, es würde mir echt das Herz zerreißen, wenn ich Otto im Krankenhaus sehen würde, wenn der so leiden muss und wenn es ihm nicht gut geht. Mein Herz geht immer auf, wenn ich den lachen sehe, wenn der sich freut, und ich kann mir vorstellen, er lag ja schon mal im Krankenhaus, das war eine Katastrophe für mich, das war eine Qual zu sehen, wie der leidet. Und deswegen muss ich jetzt wirklich drastische Maßnahmen einleiten, damit dem aus dem Wege zu gehen. Also wie gesagt, ich bin jetzt aufgewacht und habe meine Masken jetzt wieder runtergeholt vom Regal und da werde jetzt auch mit Maske tragen. Meine ganzen Abonnenten und Zuschauer, die dürfen ja nicht böse sein, die mich hier in Chomchen kennen und die mit mir ein Gespräch haben wollten. Ich habe das heute früh schon gemacht, dass ich sofort sage, Abstand, Abstand. Wenigstens 2 Meter Abstand, da können wir uns unterhalten. Ihr dürft mir da nicht böse sein. Ich weiß, ihr habt Otto alle gerne und ihr müsst nur an Otto denken. Ich stelle mich jetzt hinten an, Otto ist die Nummer 1. Also zuerst kommen ja meine 2 Kinder in Deutschland, meine 2 Kinder in Deutschland und Otto, das ist jetzt für mich die Nummer 1, natürlich auch meine 2 Enkel. Deswegen werde ich jetzt viele Movies vielleicht auch alleine machen, das muss ich mal gucken, wie ich das mache, wie ich das hinbiege. Aber die Nummer 1 ist jetzt erstmal Otto und ich muss Otto schützen vor allem. Ich habe der Mutter auch verboten, mit Otto rauszugehen, nur noch in meinem Beisein. Weil ich weiß, dass viele Teils auch verlangen, wir wollen jetzt gar nicht sprechen, welche Völkergruppe da. Aber sie wollen alle Otto immer antatschen und wollen Otto streicheln, weil der so süß ist, das geht jetzt einfach nicht mehr. Wie gesagt, ich muss an Otto denken und muss jetzt mein Leben erstmal komplett mal rumkrempeln, bis
Covid vorbei ist oder bis das alles ein bisschen zurückgeht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werbung und dann reden wir weiter. So, hier ist er wieder. Und zwar muss ich mein Leben ein bisschen umkrempeln, also wegen Corona, ihr wisst es ja. Und zwar wird es jetzt so sein, weil ich der Mutter halt, also die Thailänder kennen, die wissen, dass wenn da jemand kommt und antatscht, dann sagt die Mutter nichts und freut sich noch. Das geht nicht, deswegen muss ich meine, also zuerst mal geht es jetzt um meine Streams. Meine Streams werde ich um 2 Stunden vorverlagern. Ich werde trotzdem noch 4 Stunden streamen, aber ich werde schon nach europäischer Zeit um 4 anfangen. Nach thailändischer Zeit, also 21, 22 Uhr. Also 21 Uhr habe ich ja gestern angefangen, also zwischen 21 und 22 Uhr. So dass ich bis nachts um 2 streame und dann nachts schlafe. So dass ich am Tag jetzt, wir haben es ja 8.21 Uhr jetzt, dass ich um diese Zeit mich um Otto kümmere. Ich habe auch für mich persönlich gemerkt, dass mir das an für sich lieber ist, weil der Tagesschlaf sehr ungesund ist und ich wirklich besser in den Tag starten tue, wenn ich mit Otto frühs zwischen um 7 und 7:30 an den Strand gehe, mir die Sonne, den Tag erstmal positiv anfange und genieße. So, ich schluck aus der Kaffeepott. So, mit den Streams ist klar. Sonntag machen wir natürlich einen Außenstream. Da müssen wir sehen, ob wir Otto mitnehmen oder wo wir streamen. Wenn wir natürlich jetzt in die Solbukau fahren, muss ich mal gucken, ob ich ihn mitnehme. Weil eigentlich hat er ja in den Straßen an für sich nichts zu suchen. Obwohl er das ja so noch nicht mitkriegt, aber das muss nicht sein. YouTube wird natürlich weiterlaufen. Ich werde immer Außenaufnahmen machen und werde gucken, wie wir das hinkriegen. Aber es kommt von Freitag bis Sonnabend immer noch ein Movie. An alle anderen Streamer, wie Brallo und Karneval-Toni, nehmt mir das nicht übel. Es ist einfach so, ich mache jetzt erstmal für mich alleine, weil Pippo war ja vor 10 Tagen bei mir und es hätte auch ganz schnell sein können, dass Pippo mich ansteckt. Also muss ich jetzt die Maßnahmen, die ich jetzt hier bekannt gebe, strikt einhalten und mache erstmal mein Ding ganz alleine. Was wollte ich noch sagen? Es ist für mich eh schon schwierig, mit der ganzen Situation umzugehen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel wie mit dem Rauchen, ich habe gerade wieder angefangen mit Rauchen, ich weiß nicht warum. Es ist so bei mir im Leben schon immer so, dass ich manchmal Sachen mache, wo ich nicht weiß warum. Aber Wochen später oder Monate später hat das alles einen Sinn. Es gibt Gegner davon, es gibt Befürworter vom Rauchen. Ich habe es nur jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass die nicht so gefährdet sind. Ich weiß jetzt nicht, warum ich damit angefangen habe. Ich rauche jetzt erstmal wieder, bis Corona vorbei ist. Und an alle, die jetzt anderer Meinung sind, bitte ich euch, steckt eure Hände in die Hosentaschen, fasst eure Tastatur nicht an und schreibt mir irgendwas. Beißt euch auf die Zunge, auf die Lippe und lasst mir jetzt echt mal meine Ruhe. Ich kann jetzt keine negativen Kommentare gebrauchen. Im Prinzip wird es zwar an für sich schon so weiterlaufen, wie es läuft, dass ich, wie gesagt, meine Videos mache. Ich muss ja weiter Geld verdienen. Aber ich werde natürlich viel zu Hause bleiben. Ich würde sagen, wir machen erstmal Witz des Tages. Ich muss mal gucken. Vielleicht haben wir heute mal einen Corona-Witz raus und dann werden wir sehen. Im Fernsehen hieß es gerade, ja. Der gesunde Menschenverstand ist die beste Waffe gegen Coronavirus.
Ich würde sagen, wir sind alle verloren. War der gut? Der war so, jetzt gut. Noch mal. Ich hoffe, der Witz hat euch gefallen. Solche Videos sind für mich immer sehr schwierig, weil ich mir zu viel merken muss und zu viel erzählen will. Und wenn ich es mir nachher angucke, habe ich wieder die Hälfte vergessen. Aber ich muss eben jetzt gucken. So, im Prinzip ist so, also die drastischen Maßnahmen werden natürlich durchgezogen. Ich hoffe, ihr versteht das alle. Wenn ihr Otto gern habt, dann versteht ihr das und gebt mir auch recht. Ansonsten, wie gesagt, meine YouTube-Videos laufen weiter. Ich muss natürlich gucken immer, wie ich das jetzt mit Dirk mache. Wir werden mit Dirk das so machen oder mit Olli. Wir werden immer Sicherheitsabstand einhalten. Wir werden uns auch nicht mehr anfassen. Und ich muss alles für Otto machen. Wie gesagt, es würde mir das Herz zerreißen, wenn ich dem leiden sehen würde im Krankenhaus. In dem zufolge, wie gesagt, die YouTube-Videos gehen nach wie vor raus. Außer Sonntag. Sonntag mache ich einen Außenstream. Ansonsten werde ich mir heute mal mich nach einer Kamera umgucken, dass ich das auch alles hier alleine hinkriege. Ich möchte jetzt auch keinen fragen, der mir hilft. Übers Netz natürlich. Ansonsten muss ich das jetzt alleine hinkriegen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die Alerts, wenn ich zu Hause streamen gehe, gehen. Und beim Außenstream muss ich mal gucken. Ich muss natürlich sparen und ich glaube OBS, wenn ich OBS einrichte, muss ich glaube ich bezahlen, wenn ich das übers Telefon laufen lasse. Also gibt es wahrscheinlich keine Alerts bei Außenstreams. Ihr werdet das alle verstehen, meine Entscheidung steht fest. Die Streams gehen, wie gesagt, um 9 los und dann bis nachts um 2, so dass ich am Tag immer für Otto da bin. Auch die nette Tante, die hier mal kommt, mit der werde ich nachher sprechen. Entweder wohnt sie ganz hier oder geht nicht. Auch die Essensausgabe, wo die Mutti immer hin will, werde ich verbieten, weil dann stehen mir zu viele Teils auf einen Haufen. Ich muss jetzt die Hand über meine neue Familie halten, über die Schwiegermutter, über Otto, dass denen nichts passiert. Ich kann mir das nicht vorstellen, in nächster Zeit ohne die Schwiegermutter und ohne Otto hier weiter durchs Leben zu gehen. Ich brauche die zwei einfach. So, ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder die Hälfte vergessen. Wie immer. Ansonsten würde ich an für sich jetzt erstmal Schluss machen. Ich muss ja wieder mich um die Alerts jetzt kümmern. Ich hoffe, ihr versteht das alles. Noch eine andere Entscheidung, weil ihr dürft mir aber manchmal dann nicht böse sein. Es ist so, für alle Leute jetzt, ich bleibe in Pattaya erstmal. Für den nächsten Monat oder so lange wie Corona hier noch wütet. Ich vergesse das immer mal, weil ich werde im Stream immer gefragt, aber im Stream sind ja an für sich nicht so viele Leutchen, im Schnitt 100 Leute. Und ich weiß aber, dass meine YouTube-Videos 2000 Leute gucken. Also meine Entscheidung steht fest, ich bleibe hier in Pattaya. Wichtig ist für mich jetzt Otto, weiß da ja. Ansonsten gehen heute mal Grüße raus an Andreas Fries. Hat mir auch sehr geholfen. Ich würde nochmal entschuldigen, wenn ich eins oder zwei Leute vergesse. Also es ist so, ich habe alle hier im Telefon drin und manchmal will ich zu schnell sein und dann nehme ich immer von oben die weg, obwohl unten noch Leute stehen. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Ich will mich eigentlich ändern. Ansonsten würde ich sagen, ja, bleibt mir ja alle gesund. Bleibt mir ja alle ein bisschen fern, also fern von der Meterlänge her. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja treu, bleibt mir ja gesund. Ihr wisst schon, Abo nicht vergessen, Kommi nicht vergessen, wer nicht weiß, was Kommi ist, kommentieren nicht vergessen, Abo kommentieren, Daumen nach oben nicht vergessen,
Gucken nicht vergessen und Glocke nach oben nicht vergessen, war es, glaube ich. Ansonsten würde ich sagen, wie gehabt, bleibt mir ja alle gesund, bleibt mir ja alle treu und werdet ja alle glücklich. Bis die Tage, euer Mario.